Recht herzlich willkommen zur 200. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal hatten wir ja da oben den Dingens, sag schon, den Schrott in den Weltraum geschickt sozusagen, weil wir da ja die Batteriegeschichte nicht hatten. Letztes Mal habe ich gesagt, wir bauen eine Solarzelle dran. Bin aber gerade am Überlegen, dass das wohl ein bisschen Blödsinn ist, weil wir können ja auch definitiv die Hülle abmachen, wenn wir im Orbit sind, und dann können wir, sag schon, die Solarzellen, Solarpanels ausfahren, ne? Können das hier ja auch so machen, dass wir dieses hier, ne, frühzeitig lösen. Das würde bedeuten, wir müssen das nur in einer anderen Stufe drin haben, ne? Und zwar ist jetzt die Frage, wann kann das weg? Da mit rein oder? Wir können das auch von Hand machen, so ist ja nicht, ne? Wir können das hier per Hand auslösen dann, ne? Gut, dann würde ich ganz einfach sagen, gehen wir auf eine Startrampe und legen nochmal los, ne? Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, aber ich glaube, wir müssen nach Süden, ne, lenken, damit das klappt. Nach Süden ist natürlich gut, sondern auf die S-Taste würde ich jetzt mal sagen. So, so weit, so gut. Das geht alles los. Ja, wir können, ja. Letztes Mal hatten wir das ja, dass dieser Geschichte hier. Ja, ist egal. Lassen wir so, hat funktioniert, oder? Ja, machen wir einfach so. Wir testen es nochmal. So, SRS muss an. Und Schub muss volle Leistung gegeben werden. Und 3, 2, 1, Start. So, ein bisschen kippen schon mal. Gen Süden. Ja, so starten wir jetzt noch in die andere Richtung, sollte sich aber gleich ändern. So geht das schon, ne? Ja, passt schon. Ich glaube, kriegen das hin, ne, oder? 8000. Ja, sieht gut aus, denke ich. Jetzt ist das Haupttriebwerk natürlich schon leer. Hätten wir auch bedenken können, dass wir da vielleicht einen Tank ein bisschen größer gemacht hätten, ne? Naja, ist halt so. So, die kriegen wir noch auf Höhe, ne? Kriegen wir schon noch hin, 37. Die sind gleich leer, können wir die absprengen. So, die beiden weg. Und das kann auch weg. Und dann geht's hier weiter, ne? Läuft, würde ich sagen. So. Ich glaube, wir können noch ein bisschen so und so. Und dann kommen wir da schon hin, wo wir hinwollen, ne? Ja, sieht doch ganz nett aus, oder? So, zack. 45 Grad. Orbit machen. Und alles wird gut. Ja. Ist jetzt nicht verkehrt, oder? Wo sind wir selber?
Oh, sind ja bald schon da. Hier unten wächst und gedeiht der Weg hier. So ist doch ganz nett. Ja, das wird auch größer, ne? Wie viel Saft haben wir noch drin? Oh, reichlich. Haben wir letztes Mal auch gesagt, ne? War aber nicht so viel dann. So, er zieht langsam rum jetzt hier unten, oder? Dann haben wir gleich eine Periapsis da. Kriegen wir schon hin. 88. Wir sind auch schon im Weltall auf jeden Fall. Da kommt die Periapsis. Hier müssen wir nur gleich gucken, dass das nicht zu groß wird. Ja, ich glaube, ein bisschen können wir noch mehr machen. Dass wir hier auf jeden Fall auf die 70 kommen. Und das 75 werden. Obwohl, 75 werden wir nicht schaffen, weil wir selber noch gar nicht so hoch sind, ne? So, okay. Das ist schon mal erledigt. Wir sind jetzt im Weltall und jetzt sollten wir mal gucken, dass wir gerade gucken, dass wir das hier erledigen. Dass wir das absprengen, ne? Entfalten. Zack, weg ist es. Und dann haben wir nämlich hier unten irgendwo die Panels für die Solarzellen. Ja, da hätten wir auch so eine Group machen können für, ne? Solarmodule ausfahren und alles ist gut. So, Saft. 203 von 210. Wir sind aber gerade irgendwo im Schatten von Körbin, dass wir da nichts sehen. Beziehungsweise nichts geht. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Okay, dann mal hier hin. Entschuldigung. Und schauen, dass wir das dann anpassen dementsprechend. Ja, wir müssten jetzt gucken, dass wir da hinkommen als erstes. Ich denke, wir können dahin vorspulen, oder? Strom wird jetzt zwar weniger, aber machen wir mal gerade händisch. Warte mal, geht das nicht? Doch, jetzt geht das. Und dann kommen wir, wir kommen jetzt in die Sonne und wir laden gerade auf. Passt also. Alles ist gut. Funktioniert. Okay, da brauchen wir uns also um Strom jetzt keine Gedanken machen. Das bedeutet, wir können mal bis dahin vorspulen. Also der Strom macht uns jetzt keine Probleme mehr. Und Stabilitätsassistent, ach so, wir können das sowieso nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das identisch mit dem mal so ein bisschen kriegen, glaube ich erstmal. Das wird dann am besten sein. Kriegen wir das mal eingeschaltet hier. So. Und dafür müssen wir, glaube ich, etwas in die andere Richtung. Tja, obwohl wir sinnigerweise da oben das erst drehen würden, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Da muss ich...
mal gerade drüber nachdenken, ob das hier jetzt so richtig ist. Wenn wir jetzt hier Schub geben, wird das größer, ne? Ja. Ich mache das trotzdem mal größer. Einfach um so ein bisschen da gleich zu sein. Wegen dem Drehen ist das, glaube ich, einfacher dann, ne? ...751, da müssen wir hin. ...785. Also, wir kriegen es nicht größer, einfach aus dem Grunde, weil das so ist halt. Ja gut, da müssen wir mal schauen, dass wir hier so irgendwo hinkommen. Würde ich jetzt mal sagen. Und da ein Manöver setzen. Und dann schauen, dass wir da so hinkommen, dass das so wie der da ist. Warte mal, wie drehen oder wie sollen wir drehen? Wir sollen so umdrehen und wie drehen wir? Ja, wir drehen auch so um, ne, oder? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Wenn wir das so beurteilen können. Ist das so oder ist das nicht so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wir gehen auch hoch. Gut. Also wir drehen so rum und da sollen wir auch so rumdrehen, ne? Ja, passt. Gut, und jetzt haben wir hier ein Manöver gesetzt. Hier ist es uns dann doch etwas schwierig. Erscheint. Weil wir müssen das jetzt so ein bisschen anders managen hier. Wie man gerade so schön sieht. Okay. Dreht er sich jetzt rum oder nicht? Nee, ne? Wie kriege ich den jetzt gedreht, bitteschön, dann? Hä? Ich muss das doch rumkriegen. Okay, jetzt geht's ja auch rum, wie man sieht. Unendlich groß. Nee, das ist falsch rum. Ich muss so rum, oder? Nee, war schon so rum richtig. Okay. Das Einstellen dauert schon Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate. Und so viel Kraftstoff haben wir jetzt gerade nicht bei, ne? Kann man den auf der anderen Seite weiterziehen? Nicht wirklich, ne? Was passiert denn jetzt? Jetzt ist er auch gerade so richtig, ne? Interessanterweise. Und jetzt? Boah. Das tut sich aber gerade schwierig, ne? Oh, falsche Richtung, würde ich sagen. Okay. Jetzt überdrehen wir das Ganze natürlich.
ist denn der zweite? Ach, der ist direkt hinter der Apoapsis hier versteckt. Super, ne? So ist schon nicht schlecht. So, ne? Boah, das ist ein Hin- und Her-Gejuchtel. Ist das denn jetzt so richtig oder nicht? Jetzt wird das auch mehr. Ich glaube, das Manöver haben wir vergeigt. Sagen wir es doch mal so, oder? Weg damit. Manöver hinzufügen, das wird wohl so richtig sein. Nee, das haben wir jetzt unten gemacht. Obwohl, vielleicht ist ja unten auch nicht schlecht. Könnte man mal ausprobieren, ne? Wir flitzen so rum. Wahrscheinlich haben wir sogar falsch rum gedreht gehabt. Das kann auch noch sein, ne? Das sah ganz danach aus, dass wir eben falsch rumgedreht haben. Sollen wir mal gucken, dass wir da auch so hinkommen, wie wir hinwollen? Nochmal erst zurück. Mal kleiner und dann wieder rum. Irgendwann sind wir schon passend, aber Mann. Das sieht jetzt gerade mal nicht so schlecht aus. Na? Bisschen klein, bisschen korrigieren wir das noch. So. So ist man gar nicht so schlecht. So ein bisschen anpassen noch. Ich glaube, wir gehen mal ruhig ein bisschen drunter, weil wir noch wieder jetzt die andere Seite verschieben müssen hier nochmal. Nee, das ist jetzt falsch. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das ist verkehrt. Warum ist richtig? Da kommt er wieder. Na. Das ist jetzt zu hoch. Das bedeutet nochmal so. Können wir sie mal hier gerade einschalten, ne? Und da auch. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier eingeschaltet, ne? Das bringt uns auch nicht weiter, was er jetzt hier gerade anzeigt.
Okay. So schon nicht schlecht. So sieht es doch schon gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Das würde ich jetzt erstmal so machen. 2052 ist die Frage, ob wir so viele haben, ne? Ja, wow, es spielt ja jetzt erstmal gar keine Rolle. Wir brennen das jetzt sowieso erstmal und dann gucken wir weiter, ne? Erstmal müssen wir richtig ausrichten. Da ist der Kreis. So, da hoch. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir nur vorspulen, ne? Zum nächsten Manöver vorspulen. Okay. Und das sieht jetzt soweit gut aus, ne? Dann können wir jetzt mal voll Stoff geben, oder? Zock. Gucken, wie viel wir da noch so drin haben, was noch geht oder nicht geht. 1700. Viel haben wir natürlich nicht mehr dabei. Aber danach können wir absprengen und dann können wir mit dem anderen noch weitermachen. Das geht ja auch noch. Irgendwie kommen wir da schon hin. Auf jeden Fall haben wir noch Strom. Jetzt geht's auch schneller. So. Da. Das weg. Das weg und da wieder hin und den kleinen Mann noch mal arbeiten lassen. Und der kriegt das auch noch hin. Der braucht nicht viel, aber der macht viel, wie wir gerade sehen. Der Satellitenantrieb. Ja. Glaube, das geht aber, oder? Ja. Auf jeden Fall kriegen wir das hin. Wird schon. Geht jetzt auch viel schneller. Hundert noch Meter. 80, 70, 60, 50, 40. 30, 20. Das lassen wir mal so. Gucken
gucken gerade mal so hin und das sieht sehr gut aus in meinen Augen. Und ich glaube, wir lassen das Manöver hier mal sein, weil wir haben ja da oben besser den Punkt erreichen jetzt. Sagen wir mal hier in Vorspulen. Und dann richten wir uns aus in Flugrichtung war das, glaube ich, jetzt, ne, oder? Der dreht sich ganz anders, der kleine Satellit. So, und dann müssen wir hier mal anmachen. Und dann sieht man, wenn wir jetzt ein bisschen Stoff geben, dass das dann wunderbar klappt. Dass das jetzt auch größer wird. Ja. Cool, oder? Und irgendwann haben wir es gleich erreicht. Sollte funktionieren in meinen Augen. Was sagt er hier? Gut. Halte 10 Sekunden lang die Stabilität. Und was ist das hier? Frachtraum? Was ist der Frachtraum? Ich habe irgendwas falsch. Was wollten die denn jetzt mit dem Frachtraum? Den werden wir wohl nicht mehr hinkriegen dann. Habe ich irgendwas verpasst? Wir haben alles richtig gemacht, bis auf diesen Frachtraum. Ja, da gucken wir doch mal gerade ins Dingenszentrum, ne? Ins Space Center. Weltraumzentrum. Was hatten die jetzt mit ihrem Frachtraum da? Nachdem sie 4 Tage bis später in der Nacht gearbeitet haben, gelangt der Scenes Canary Wissenschaftler eine verblüffende Entdeckung. Wir wollen wissen, welche Grundtöne ein Körbel annimmt, wenn wir ihn hohe G-Kräfte aussetzen. Jetzt brauchen wir deine Hilfe. Lass deinen Satellit nach unseren Spezifikationen bauen und ihn auf eine Polarumlaufbahn um Körbeln absetzen. Habe ich getan. Sonde ohne Crew muss für Sans Canary nach Abdruckannahme gebaut werden. Umlaufbahn, Spezifikation, Apoapsis. Baue eine neue Sonde ohne Crew mit Antenne und Stromverzeugung. Nicht abgeschlossen. Da hätten wir schon gucken müssen, ne? Mit Antenne und Stromversorgung. Erreicht die festgelegte Umlaufbahn, Polar und Körbeln und sein. Frachtraum auf Satellit nicht abgeschlossen. Ja. Ja, toll, das mit dem Frachtraum ist natürlich der Hammer, ne? Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen, ne? Ja, da würden wir uns dann wohl in der nächsten Folge drum kümmern, dass wir einen zweiten Satelliten da hochsetzen und dann mal gucken mit Frachtraum, dass wir den hinkriegen, ne? Schade drum, ne? Aber das war halt so. Gut, dann würde ich sagen, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen hoch. Und ja, dann würde ich mich noch darüber freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.